Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Hunger Games. Ne, das ist Survival Games, denn es gibt keine Hunger Games mehr. Das wird ab sofort von meinem Kanal gelöscht. Das heißt, es wird nur noch Survival Games kommen. Ich weiß, es ist eine schwerwiegende Veränderung, aber ich hoffe, ihr kommt drauf klar. Und ja, nein, Spaß beiseite. Also, mir hatte einer geschrieben, es heißt Survival Games und nicht Hunger Games, hat jetzt die Kiste genommen. Ja, hat er. Oh, es war ein Steinschwert drin. Verdammt, hätte ich die doch genommen. Das ist doch Survival Games heißt und eben nicht Hunger Games. Hunger Games ist, glaube ich, auch was anderes. Ist das mit abbauen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mich einer darüber aufklären. Und ja, deswegen heißt es auch sofort Survival Games. Die Zahlen sind aber immer noch die gleichen. Das heißt, wenn jetzt die 12. Episode war, 11. Episode, dann gibt es jetzt quasi die 13. Episode. Quasi Survival Games, das wird dann in der Playlist. Playlist müsste ich auch mal wieder updaten, habe ich lange nicht mehr gemacht. Müsste das später die richtige Reihenfolge sein. Und alle Leute, die keinen Skin haben bei mir, sehen so aus. Das ist total komisch. Und dürfte ich mal bitte hier irgendwo eine Kiste finden? Bestimmt ist hier eine Kiste, ich hoffe es zumindest, weil sich der Weg sonst überhaupt nicht gelohnt hat. Ich esse mal das Fleisch, was mir noch nicht so viel bringt. Ja. Hier gibt es keine Kiste. Ich fühle mich richtig verarscht. So. Keine Kiste? Keine Kiste. Okay. Dann müssen wir uns woanders Kisten suchen. Und ja, auf jeden Fall heißt es nun Survival Games und nicht Hunger Games. Komm mal bitte her. Ich fiste dich richtig hart. Kriege ich hier irgendwie was, bitte? Folgt mir mal. Kann ich ein Schwert haben, bitte? Irgendwie, das finde ich voll cool von euch. Oh, oh, je. Hui, ja. Er brennt. Komm. Komm her. Ich mach dich kalt. Das ist eigentlich so lappenhaft, ne? Aber, ja, kann ich da irgendwie snacken was? Komm, ich snack mir richtig was, wenn die sich prügeln. Komm schon. Lol. Was ist das für eine Runde? Den hol ich mir. Kein Schwert, okay. Immer noch. Was soll ich machen ohne Schwert? What the fuck? Man ist so aufgeschmissen ohne Schwert. Okay, erstmal wechseln wir das schon mal. Oh, da sind Spieler. Die fighten richtig hart. Stirb! Oh Gott, oh Gott. Nein! Du bleibst von mir weg. Er verfolgt mich, ist klar. Das ist doch scheiße. Wir finden einfach keine Kisten. Oh. Und warum verfolgt er mich? Bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen. Komm, Patrick. Du willst mich doch nicht schlagen. Das ist eine ziemlich lange Runde. Dafür, dass ich kein Schwert habe. Komm, da ist eine Kiste. Die willst du dir doch holen. Alter, ist das dein Ernst? Ja, push mich, push mich. Oh ja, essen. Ah, er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Sehr gut. Lol. Ja, alles klar, alles klar. Da muss ein Schwert drin sein, einfach. Ah, na, das war's. Okay. Ohne Schwert kann man echt nichts reißen. Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Gut, und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde Minecraft Survival Games. Und es kam gerade die Situation in der Lobby, dass mich einer erkannt hat. Entweder durch Metos oder durch eben Cube das Battle oder generell Abonnenten. Und das ist mir jetzt schon mal passiert und
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich darauf reagieren. Ich kann nicht mit in den Teams machen, weil wir eben in Teams verboten Runden sind. Und dementsprechend kann ich da leider nichts machen. Aber ihr könnt mir das immer gerne sagen. Wenn ihr auch einen Screen haben wollt oder so, ist mir immer relativ schnuppe. Und ich würde vorschlagen, den holen wir uns. Warum nicht, ne? Der hat bestimmt keine Waffe, so wie der aussieht. Sonst hätte der bestimmt gesagt, komm, den hole ich mir auch, lol. Erstmal durch die Wand laufen. Und, na komm, bleib doch nicht stehen. Bist du so ein Spielverderber? Oh, schade, ist ein Spielverderber. Ich meine, ich bin auch eben die ganze Zeit weggerannt, aber ich gucke jetzt, ob ich irgendwo noch was finde. Und hier liegt ein Pfeil. Ah, alles klar. Irgendwann muss da mal was essen, Junge. Na komm. Nice. So. Na komm. Danke für die Kiste. So. Der rennt auch immer weiter. YOLO. So, hat er eine Waffe? Er hat bestimmt eine Waffe. Und deswegen geht es jetzt ab. Er hat einen Bogen. Zumindest. So, dann schieß einfach mal. Wie schlecht muss man sein? So, komm. Schieß doch mit deinem Bogen, wenn du nichts anderes hast. Da muss man aber schon treffen, wenn man einen Bogen hat. Oh je. Oh je. Get fucking wrecked. Er hat keine Waffe. Nice. Aber jetzt habe ich seinen Bogen. Gut, er hatte keine Pfeile mehr. So. Und wie sieht es mit spielertechnisch aus? Okay, es sind noch sehr viele Spieler da. Und ich würde gerne die Pfeile, die er hinten reingeschossen hat, würde ich gerne aufheben. Sind die noch da? Ne, eine Minute ist schon vergangen, schade. Das kann ich eigentlich auch auswechseln. Und dann gucken wir noch nach den ganzen Kisten, die hier sind. Gucken, ob hier schon einer war. Hier war schon einer. Ja, sieht man an dem Seed. Und ich habe gar keine Pfeile, ne? Ne, habe ich nicht. So, dann ziehen wir einfach mal weiter. Da ist noch eine Kiste, die holen wir uns auch, definitiv. So. Machen so, so und gehen Spieler snacken, würde ich sagen. Ich habe nur einen Stock, Leute. Greift mich an. Und hier irgendwo müsste ja der Spieler dann sein. Da ist er, da oben. Gerade noch gesehen. Und los geht's. Und get fucking wrecked. Na komm. Muss ich einfach nur kurz umdrehen. Na komm. Na komm. So. Einfach im Winkel zur World Border quasi. Noch einmal hinten. Komm. Paar Mal. Oh, ich habe ihn gerade richtig falsch gepusht. Lol, das war schlecht. Jo, wahrscheinlich. Oh ja, wahrscheinlich. Jetzt renne ich weg. Jetzt renne ich weg. Jetzt mach ich das gleiche Spiel auch mal mit dir. Dann weißt du, wie das ist, wenn man die ganze Zeit nur wegrennt. So, wenn der was isst, werde ich auch was essen. So, jetzt machen wir mal so. So. Irgendwie vertraue ich dem nicht ganz. So. Danke für den Pfeil. Es ist immer so lappenhaft, wie diese Kämpfer eigentlich. Oh, da hat er mich einmal gehittet. Gut, gib mir weiter Pfeile. Komm. Komm. Ah, schade. Gut. Dann würde ich vorschlagen, mache ich noch eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wow, und zur allerletzten Runde. Ich gucke mal kurz, wie viele Minuten habe ich denn schon? Ah, ja, komm, machen wir. Ist die letzte Runde. Kann ich leider nichts dran ändern. Guck immer, dass das Video immer nicht zu lange ist und dass man sich so ein bisschen einteilen kann. Ich möchte an Land. Deswegen mache ich so.
So. Oh, das war richtig fail von mir. Das war ein Fail. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's einfach gewusst, dass da das perfekte Loot drin ist. Tu das dahin. Und zieh auch schon weiter. Keine Ahnung, wo noch Kisten sind. Oh, da ist eine Kiste. Ich hab's einfach irgendwie so im Hinterkopf. Weiß ich ganz genau, wo die Sachen sind. Hä? Ist schon scheiße vorbei. Nein! Oh, lol. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, es ist doch scheiße. Wie schnell war die Schutzzeit vorbei? What the fuck? Das ist ja mal richtig krank. Okay, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen bis zur nächsten Runde. Und damit herzlich willkommen zur letzten Runde. Und ich mache einfach mal so. Oh mein Gott, wie skillig. Wie skillig. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also wenn die Runde jetzt nichts mehr wird. Ich muss ja die vorherigen Runden irgendwie ein bisschen ausgleichen. Das war schon echt peinlich jetzt, die Runde. Und ich frage mich, warum meine KD über 2 ist bei solchen Runden. Weil wenn ich dann einfach eine gute Runde habe, dann reiße ich es auch. Es kommt immer darauf an, ob ich eine gute Runde habe oder nicht. Jo. Ich bin einfach viel zu panisch bei PvP-Kämpfen. Und ja, oh nein. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hittet der mich irgendwie viel zu oft an. Ist das irgendwie Zufall oder ist das einfach so normal, dass der Typ einfach so eine extreme Kill-Aura an sich hat? Das ist im Spiel einprogrammiert natürlich. So. Und ich sehe gerade noch eine Skype-Konversation, wie sie sich fortsetzt. So, guten Tag. Was macht der Typ? Der chillt seine Basis. Alles klar. Ist okay. Bams. Ausrüstung completed. Und der Typ hat den Typen gekillt. Ich muss den rächen. Keine Ahnung warum, aber ich muss es einfach. Unschuldige Passanten töten ist aber nicht hier erlaubt. Deswegen, komm schon, komm schon. Thank you.